Hey Mamas und Papas! In diesem Video schauen wir uns die drei besten Kindersitzerhöhungen an und hören uns hierzu die Meinungen von echten Kundinnen an. Kindersitze bieten Kindern ein besonderes Maß an Sicherheit. Sie sorgen, ist man im Alltag unterwegs oder auch mit dem PKW auf Reisen, für den optimalen und bequemen Schutz des Kindes. Und Eltern kommen um den Kauf eines geeigneten Kindersitzes heute auch nicht mehr so leicht herum wie früher. Ist die Nutzung in der Straßenverkehrsordnung zusammen mit der Anschnallpflicht für Kinder doch ausdrücklich festgehalten. Fangen wir an mit der Kindersitzerhöhung von PTEX. Die Kindersitzerhöhung Max ist für Kinder mit einem Körpergewicht von 15 bis 36 Kilogramm geeignet. Die Sitzerhöhung passt auf jeden gängigen Autositz und sichert euer Kind mit dem im Fahrzeug befindlichen 3-Punkt-Sicherheitsgurt. Entgegen der häufigen Verwendung von Styroporkernen besitzen PTEX Kindersitzerhöhungen einen Kern aus stoßfestem Hartkunststoff und wurden entsprechend nach ECE R4404 geprüft. Zusätzlich bietet diese Sitzerhöhung die Möglichkeit, mit einer verstellbaren Gurtführung den Schultergurt optimal einzustellen, damit dieser nicht am Hals des Kindes anliegt. Die Polsterung ist schwer entflammbar, ebenso das atmungsaktive Gewebe. Für eine entsprechende Hygiene ist der Sitzbezug abnehmbar und kann gewaschen werden. Svenja hat sich diese Kindersitzerhöhung gekauft und das ist ihr Fazit. Der erste optische Eindruck des Sitzes ist absolut positiv. Wir haben ihn in Grau-Pink bestellt. In diesen Farben gefällt er auch unserer Tochter sehr gut. Er sieht super aus und ist wirklich hervorragend gearbeitet. Laut meiner Tochter, welche 10 Jahre alt und 142 cm groß ist, ist der Sitz sehr bequem und sie fühlt sich wohl. Wenn man sich günstigere Sitze ansieht, haben diese kaum eine Polsterung oder nur einen Stoff drüber. Ich habe mir einige in den Geschäften angesehen, aber keiner war besser als dieser. Dieser ist wirklich weich und bequem. Dazu finde ich es toll, dass der Sitzbezug abnehmbar ist und gewaschen werden kann. Es passiert ja nun mal leider öfter, dass die Kinder etwas auskippen oder nach dem Spielen auf dem Spielplatz etwas Dreck mit sich bringen. Alles in einem ist der Preis auf jeden Fall für diesen Sitz gerechtfertigt. Tolles Produkt! Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes möchte ich euch die Kindersitzerhöhung von PEG Perego vorstellen. Die Autositzerhöhung besitzt einen Surefix-Adapter zur Befestigung an den Isofix-Adaptern des Autos. Die Autositzerhöhung Viaggio 2 bis 3 Shuttle von PEG Perego ist nach ECE R4404 geprüft und für Kinder der Gruppen 2 bis 3 ausgelegt, also von 15 bis 36 Kilogramm, entsprechend etwa 3 bis 12 Jahren. Mittels des einstellbaren Gurts auf der Rückseite der Sitzerhöhung kann der Schultergurt des Autos immer auf die richtige Höhe eingestellt werden. Dies ist für die Sicherheit eures Kindes zwingend erforderlich, damit der Schultergurt korrekt auf der Schulter aufliegt und nicht zum Beispiel am Hals einschneidet. Zusätzlich verfügt der Shuttle über gepolsterte Armlehnen. Stefanie hat die Kindersitzerhöhung getestet und sagt Folgendes. Unsere Tochter hat so ihre Probleme mit Kindersitzen. Sie fühlt sich unwohl, eingeengt, der Gurt nervt und die Nörgelei kennt kein Ende. 3 Sitze in 3 Jahren und keines hat ihre hohen Ansprüche erfüllen können. Vor allem bei Autofahrten, die länger als eine Stunde dauerten, war es eine reine Katastrophe. Da ich von normalen Styroporsitzschalen rein gar nichts halte, haben wir uns versucht, etwas über die Medien und das Internet schlau zu machen. Vor allem habe ich immer Zweifel bezüglich der Sicherheit solcher Sitze ohne Rückenschale. Daher durfte es ruhig etwas teurer sein, aber die Sicherheit stand an oberster Stelle. Für unseren Urlaub haben wir uns entsprechend den Kindersitz von PEG Perego bestellt. Ich glaube, ich hatte bisher noch nie eine solch ruhige Fahrt in den Urlaub. Der Sitz ist durch die Polsterung wirklich bequem und dank der Gurtführung sitzt der Gurt immer da, wo er auch hingehört. Tochter ist glücklich, wir sind es auch. Klare Kaufempfehlung. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächste Empfehlung in dieser Reihe möchte ich euch wärmstens die Kindersitzerhöhung von Sparco ans Herz legen. Die Sparco Kindersitzerhöhung hat eine universelle Passform und ist für Kinder von 3 bis 12 Jahren geeignet. Er besitzt ein modernes, schwarz-graues Design und passt perfekt in Autos mit dunklen Sitzen. Der Sitz ist super gepolstert, damit euer Kind keine Schmerzen bekommt, auch bei längeren Autofahrten.
Annika hat sich diese Kindersitzerhöhung von Sparko geschnappt und das ist ihr Fazit. Wir haben bisher bereits mehrere Sitzschalen ausprobiert und mit der von Sparko endlich eine gefunden, die gut gepolstert ist, eine Gurthalterung hat und zudem schön aussieht. Unsere Tochter findet sie super, auch wenn sie nicht rosa ist. Auch in Sportsitze passt diese Kindersitzerhöhung optimal, womit wir gar nicht gerechnet haben. Unsere Tochter ist auch vom Sitzkomfort begeistert und quengelt auch endlich auf langen Autofahrten nicht mehr rum. Also klare Kaufempfehlung unsererseits. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du würdest mir enorm helfen, indem du diesem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.